Willkommen zurück zum Marbles Balance Challenge. Weiter geht's. Direkt. Und wir haben endlich beim letzten Mal, relativ zum Schluss, eine neue Kugel freigespielt. Ich habe keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Also meines Erachtens haben wir nichts Besonderes in dem Moment geschafft. Außer ein gewöhnliches Level. Trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber egal. Egal wie. Hauptsache, es geht weiter und Hauptsache, wir können erstmal wieder zurück mit der Stage Nummer 7 weitermachen. Und zwar mit der Panda-Kugel, Anfängerkugel, letzte Chance. Ja, die ist sehr lahm und das ist wirklich die einsteigerfreundlichste Einsteigerkugel. Warum wir die jetzt gerade freigeschaltet haben, das Spiel will wohl sagen, du bist einfach nur ein Noob. Und kannst nix. Aber damit kann ich leben. Oh. Das war jetzt eher weniger schön. Also wir sehen schon, die ist tatsächlich extrem lahm, aber auch extrem süß. Das ist dann sehr wahrscheinlich dann wohl echt die letzte Chance, weil, wie gesagt, eine einfachere Einsteigerkugel gibt es wohl einfach nicht. Okay, wir müssen ja auf jeden Fall jetzt Obacht geben und genau im richtigen Moment... Wow. Weiter. Durch diese Eisröhren. So. Okay. Zweite Kugel haben wir. Save Point haben wir auch. Das gefällt mir. Gut. Aber ich will hier auch ungern das Korinth-Teil verpassen. Ich gehe davon aus, dass es hier auch irgendwo ist. Und die ist echt extrem langsam und reagiert auch relativ schnell. Aber ein Pokal. Oh. Ein Pokal kann man mit dem, glaube ich, eher weniger bekommen, mit der Kugel. Das würde mich schon sehr wundern. Achso. Hier wieder durch. Und dann nichts wie rüber. Oh. Und hier sieht man mal, dass die Kameraführung echt manchmal nicht so pralle ist. So, aber ich will trotzdem nochmal gucken, weil ich vermute... Oh, da ist nur ein grüner Kristall, den sammle ich jetzt auch einfach mal ein. Aus reinem... Interesse? Wow. Nein! Ja, das war nix. Das heißt, alles wieder von vorne machen. Ja, so ziemlich. Aber wir haben es immerhin geschafft, die grüne Kugel einzusammeln. Aber was doof ist... Ich habe hier noch kein Korinth-Teil. Und das ist... Naja. So, durch. Und dann... Hua. Alter, ich... Ach, bin ich langsam, oder? Ja. Und trotzdem müssen wir hier Obacht geben. Nicht zu schnell. Kamera. Okay. Oh, das ist hier auch gemein, die Stelle. Und durch! Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, 2 Minuten 43. Was, das ist kein Goldpokal? Was ist denn das? Das ist doch Humbug, kann gar nicht sein. Oh Mann. Nächste Stufe einfach. Oh Mann, das sieht auch nicht einfach aus. Aber ich will trotzdem mal die Kugel wechseln bald. Weil mir ist die Panda-Kugel doch ein bisschen zu lahm. Was ich jetzt aber schon eher doof finde, ist, dass wir noch keine Kororin-Kapsel gefunden haben in der letzten Stage. So, ich will nochmal zurück. Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung, ich habe irgendwas eingesammelt, ich habe es aber nicht gecheckt, was es war. Ich hoffe, was Gutes. Am besten eine Korinth-Kapsel. Aber ich habe es echt nicht gesehen. Na egal. Ich denke mal, hier geht's weiter. Sind Kekse nicht lecker? Da sage ich mal gar nichts zu. Kekse, also sind natürlich lecker, aber... Naja. Wow, 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 wow. Das hat mich gerade ein bisschen sehr überrascht.
Na gut, egal, sei es drum. So. Oh, immerhin, immerhin Save Point. Ich hätte es mir nicht verziehen, alles doch mal zu machen. Alter, seht ihr das auch? Wie soll hier bloß die Wettkampfstufe erstmal sein? Boah, ich habe mich gerettet irgendwie. Keine Ahnung wie. Aber es hat irgendwie bis hierhin geklappt. Und ins Ziel schaffen wir es auch. So. Oh, das war ein Stumpftempelteil. Sehr gut. Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's irgendwie eingesammelt. Das finde ich echt mega. So, Stufe Nummer 9. Okay. Also hier dürfte das Korinth relativ einfach zu finden sein. Eigentlich. Zumindest war es eben eindeutig zu sehen. Okay, jetzt sind wir Mini. Mini Panda. Hat ja auch was. Erst der Mini Marienkäfer, jetzt der Mini Panda. Und man sieht hier, glaube ich, auch ganz gut, warum wir hier so mini sind. Und warum wir hier Angst haben müssen. So ein bisschen. Boah, Alter. Also das ist hier gerade ein Balanceakt, wirklich. Uah. Alter, mach jetzt keinen Blödsinn. Mach jetzt bitte bloß keinen Blödsinn. Und jetzt? Ach so, normal drehen wieder. So, und wenn ich jetzt runterfallen würde, würde ich mir das nie verzeihen, ey. So, Save Point haben wir eben schon erreicht. Das finde ich prima. Moment, haben wir hier noch was? Haben wir? Erstmal Korinth-Teil. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier. Oh, wahrscheinlich falsch rum rein. Wieder normal, okay. Ob das so sein? Ach ja, wahrscheinlich schon, oder? Das muss bestimmt so sein. Ansonsten weiß ich auch nicht. So. Boah, das war fast schief. Okay. Also es würde mich schwer wundern, wenn wir hier wieder eine gute Zeit hinlegen. Ja, unser Panda-Freund ist wirklich sehr authentisch, nicht der schnellste. Schläft sehr viel am Tag, vermutlich. Entweder schlafen oder essen. Wow. Okay, das Ziel ist vor Augen. Wir haben es geschafft. 2 Minuten, 1 Sekunde. So. Stumpftempelteil. So rum. Und jetzt haben wir Stufe Nummer 10 am Eisberg. Okay, die vorletzte. Mit einem Schneemann? Was machst du hier, Schneemann? Hey! Dahinter ist das Korinth-Teil. Wie komme ich da hin? Ach so. Ich sehe schon. Ich sehe es schon. Sehr gut. War auch wirklich nicht so schwer versteckt. Wobei, man muss erstmal gucken oder sehen, dass es hinter dem Schneemann ist. Ist auch nicht so einfach, wahrscheinlich. So, Save Point. Und dann mal nichts wie weiter. Hups. Und schwupps. Noch ein Save Point. Die sind aber hier sehr, sehr schön mit ihren Save Points, wirklich. Aber sparen da nicht und sind nicht so geizig, finde ich gut. Noch ein Save Point? Das finde ich. Wow. Okay, jetzt müssen. Boah. Muss ich das Teil hier verdrehen? Wow. Und wohin müssen wir jetzt? Oh Gott. Schwupps. Und da haben wir's. Save Point. Wow! Hat da Glück gehabt. Ping-Pong ist das hier ja, oder was? Aus klein wird groß und es bleibt furios. Und nochmal das Ganze. Jetzt weiß ich, woher oder warum wir hier noch den Save Point hatten. Eindeutig. Jetzt ist unser Panda sehr dick gefuttert. Boah.
Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Glückwunsch. Ja, danke. Puh, okay. Und jetzt ist es Zeit für die Wettkampfstufe. Und ich bin gespannt, wie oft wir hier failen werden. Alter, wieder. Alter, ja. Das war Fail Nummer 1. Zuerst mal vorbei an den Boxerfäusten. Dann nicht wegwehen lassen. Und im richtigen Moment starten wir durch. Das ist sehr gut. 11 ganze Kristalle gibt's hier zusammen sammeln. Ja. Also pro Kristall ein Fail, das finde ich gut. So. Durch. Und jetzt... Contenance. Wow, Alter. Wir haben es geschafft irgendwie. Und da drüben ist der Save Point. Immerhin, den Abschnitt haben wir geschafft. Und der bleibt auch geschafft. Und ich verstehe auch, warum hier so ein Save Point auch war. Entweder habe ich irgendwas nicht gesehen oder aber... Ach so, ja, okay. Okay, alles klar, ich weiß Bescheid. So, weiter. Okay, schnell. Boah, Alter. Wieder mega Glück gehabt. Save Point. Rüber, das war gut. Ausnahmsweise war es mal gut. Und jetzt. Nein. Ja, okay. Also ich verstehe auf jeden Fall schon, warum es hier die Wettkampfstufe ist. Das ist, glaube ich, eindeutig zu erkennen. Alter! Boah, okay. Okay. Okay! Hm. Oh, geschafft. 1,44 ist eigentlich in meinen Augen auch schon ein Pokalwert. Aber natürlich nicht. Du hast die Wettkampfstufe geschafft. Du bist so toll. Okay. Das war's mit der Welt und jetzt für das Tiefseeschatzgebiet brauchst du ein U-Boot. Für ein U-Boot musst du die folgenden drei Teile miteinander verbinden. Dose, Periskop und Schraube. Ich habe ein Zeichen auf der Weltkarte gemacht. Versuche es zu finden. Okay. Und deswegen erhalten wir auch, glaube ich, ein paar neue Teilgebiete. Spukhaus zum Beispiel. Das wusste ich auch nicht mehr genau, dass man das alles so braucht. Finde ich aber sehr cool, dass so ein paar fast schon Story-Elemente da reinkommen. Ein Grusel-Spukhaus, das wird lustig. Oh, hinter dir. Hier ist auf jeden Fall ein Teil fürs U-Boot. Die Frage ist nur, auf welcher Stage? Keine Ahnung. Egal. Wir fangen mal an mit Stufe Nummer 1, mit dem Marienkäfer. Der ist immerhin ein bisschen fixer als unser Panda-Freund. Wow. Ja. Ja, das war auch nicht so pralle. Wow. Finde ich aber... Was war das denn jetzt? Und warum Absturz? Höchstens zerquetscht, aber kein Absturz. Das verstehe, wer will. So, jetzt hier durch. Und hier durch. Sehr gut. Save Point. Und was ist hier? Ach, Jemini, hier verschwinden auf einmal... Die Wege, aber die bleiben, also sind unsichtbar. Sie verschwinden nicht wirklich. Das finde ich schon mal beruhigend. Sonst wäre es aber auch schon ziemlich gemein. Wobei, warum nicht? Save Point. So. Können wir den Kürbis mitnehmen? Oh. Oh. Was war das denn? Ein Secret einfach mal so. Und das war auf jeden Fall irgendein Teil. Wahrscheinlich... Das Teil, was wir brauchen, oder? Na, mal schauen. So.
Müll erhalten. Ein Periskop. Das ist schon mal sehr gut. Genau das brauchen wir. Gut. Wo war jetzt noch eins von den Teilen? Vermutlich im Bonbon-Gebiet. Genau. Aber auch hier ist die Frage, in welchem Level? Eins, drei oder sechs? Auf jeden Fall war das schon gut versteckt, oder? Muss ich schon sagen. Also das zu finden, war in meinen Augen, ja, schon eine reife Leistung. Gut. Mal schauen, ob wir hier auffindig werden. Wie gesagt, kann auch Stufe 6 sein. Aber ich vermute einfach mal, dass es immer Stufe 1 ist. Wo man das jeweilige Secret findet. Hier geht's auch schon hier auf und ab. Wow. Okay. Mal Contenance bewahren. Okay. Oh, hier ist eine Ameise. Oh, und hier ist auch so ein Dings. Ist es ein Hinweis, die Ameise, dass da ein Dings ist? Vielleicht. Finde ich cool. So, wir haben alle Kristalle. Ziel ist erreicht. Also ich hatte echt keine Ahnung, ja, aber sogar noch Bronze. Also das lief auf jeden Fall mal ziemlich gut. Und die Dose haben wir erhalten. Okay, dann würde ich mal sagen, probieren wir es nochmal. Und zwar jetzt in der Stadt, vermutlich. Kennen wir ja auch schon. Und zwar, wo haben wir sie? Nachbarhaus nicht, leere Platz auch nicht, Anthony's Haus auch nicht, Stadt. Genau da. Und auch da vermute ich sie in Stufe 1, alles andere wird auch gar nicht mehr gehen. Irgendwo da haben wir das letzte verbliebene Teil, das wir brauchen, um in die Tiefsee zu starten. Und auch die Tiefsee ist, glaube ich, ziemlich cool. Und bietet auch wieder ein bisschen Frustpotenzial. Okay. Moment, ich will nochmal zurück eigentlich. Weil, ja, so kann man auch zurück. Ich wollte nämlich schauen, was wir hier rechts noch haben. Ich vermute auch irgendwas Spannendes. Zum Beispiel. Hua! Sehr gut. Save Point haben wir hier schon. Und ich sehe es schon. Das ist relativ einfach zu sehen. Das Korinth-Teil. Zu sehen ist es einfach, aber zu erreichen wahrscheinlich nicht, oder? Komisch. Nein! War immerhin schon mal knapp. Okay, vielleicht anders. So und dann. So, sehr gut. Das hat funktioniert. Das war jetzt Glück, dass es hier so leicht ging. Ohne abzuschmieren. Okay, das waren alle Kristalle. Ziel erreicht. Und schon können wir in die Tiefsee tauchen mit unserem U-Boot, das bestimmt sehr gut halten wird. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. So bekommen aber auch diese Extra-Level so einen gewissen story-relevanten Inhalt. So, was passiert? Das nenne ich Talent. Du hast alle U-Boot-Teile. Verbinde sie in der Müllfabrik. Und baue ein U-Boot daraus. Okay, können wir auch tun. Also nochmal zurück. Und dann in die Müllfabrik. So sehen wir sie immerhin auch mal. Okay. In der Müllfabrik steht eine neue Maschine. Jetzt kannst du drei Teile verbinden. Los, versuch's mal. Das werde ich tun. Zeitangriff-Modus, Neigungssperre und wir wollen Müll fusionieren. Okay,
Schraube, verbogener Nägel. Und was haben wir noch? Was ist das? Teilebasis? Keine Ahnung. Wir bestätigen mal einfach. Fusion starten! Jetzt! Fusion läuft. Bitte warten. Was ist los? Applaus, Applaus, Applaus! Fusion gescheitert! Ja, super. Okay. Aber was denn dann? Ich sehe hier sonst nichts mehr, was wir irgendwie noch auswählen können. Habe ich was übersehen? Wir haben noch 3 Teile eingesammelt. Ach, geheime Energie ist wahrscheinlich auch verkehrt, oder? Aber wie kann ich denn hier hin und her switchen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe doch alle Teile, warum geht das denn nicht? Fusion nach Rezept vielleicht. Ah, das würde wahrscheinlich gehen, oder? Glattplatte, Magnetsatz. Nee. Magnetsatz, ne, will ich ja gar nicht. Ich will ja nur ein U-Boot machen. Fahrzeugfusion. Vielleicht ist es das. Ah, okay, das scheint zu funktionieren. Gut, ich dachte, das wäre vielleicht Müllfusion, aber das war es anscheinend auch nicht. Okay, ich bestätige mit A, bringt aber auch nichts. Ach so, überall raufdrücken erstmal und dann A drücken wahrscheinlich. Okay, das bringt auch nichts. Hä? Falsche Reihenfolge vielleicht? Nee. Freunde, das verstehe jetzt mal, wer will. Dose. Periskop. Schraube. Warum geht das nicht? Freunde, was ist das? Ich kann drücken, was ich will. Ach, jetzt. Ah, Fusion startet jetzt. Ja, Freunde, das ist aber auch echt schwierig. Fusion läuft, bitte warten. Ist das schwieriger als die Stufen? Was ist los? Ich bin müde. Ein U-Boot haben wir jetzt gebraut. Gebraut, sage ich schon, ja. Oh Mann, schwierige Geburt. Das soll es mal gewesen sein, auf jeden Fall. Okay. Ich würde mal sagen, wir schauen mal beim nächsten Mal, was es bewirkt hat, ob wir jetzt tatsächlich in die Tiefsee tauchen können. Also bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Bis dahin, macht's gut.